Der 14-jährige David ist von dem neuen Computerspiel Schattenjagd fasziniert. Immer wieder taucht er in die virtuelle Welt ein und erfindet Figuren, die sich in blutigen Schlachten bekämpfen. Als sein Vater das entdeckt, zwingt er ihn, seine künstliche Welt Adrange zu löschen. Doch Adrange wächst weiter, auch ohne Davids Zutun. Voller Schrecken sieht David mit an, wie seine Figuren ein Eigenleben entwickeln und sich seiner Kontrolle entziehen. Schließlich will er ein letztes Mal in das Spiel einsteigen, um Adrange zu stoppen. Dabei wird er gemeinsam mit seiner Schulkameradin Valerie, die auch ein Schattenjagdspieler ist, in das Spiel hineingezogen. Jetzt muss er sich den Monstern stellen, die er erschaffen, und sich den Regeln unterwerfen, die er aufgestellt hat. Denn falls es ihm nicht gelingt, die Ausbreitung von Adrange zu verhindern, wird seine Welt zu einem Ort des Grauens werden. Ein Spiel mit fatalen Folgen. Schattenjagd ist für David das beste Computerspiel aller Zeiten. Bald beginnt die virtuelle Welt jedoch nach der Wirklichkeit zu greifen und ihre Geschöpfe entwickeln ein unheimliches Eigenleben. Gemeinsam mit Valerie versucht David, ein letztes Mal in das Spiel einzusteigen, um die bedrohlichen Kreaturen der Schattenjagd aufzuhalten. Dem Leser dieses Buches entgeht es genauso wie dem Helden der Geschichte. Er wird förmlich hineingezogen. Kommt mit mir in die Welt von Schattenjagd. Erlebt mit mir gemeinsam ein Abenteuer, das ihr so noch nie erlebt habt. Kommt mit mir und trefft die wahren Helden dieser Geschichte. Unter anderem Ritter David, der Held der ganzen Geschichte. Er wird gespielt von dem jungen David. Gutstan, der Anführer der Orks. Er ist gemein und hinterhältig und wird noch eine große Rolle in diesem ganzen Buch spielen. Der Meister Orban, ein weißer alter Amethystmagier der Menschen, der an Davids Seite noch so manches Abenteuer erleben wird. König Liras, ein großkotziger König, der die Stadt Kairon regiert und mehr Angst hat als Verstand. Gamma Graukeil, ein Anführer der Zwerge, auch der Anführer der Greifenstaffel. Ein mutiger Zwerg, der keinen Kampf scheut. Yasokul, der schwarze Ritter, den David über alles hasst. Dann im weiteren Buchverlauf wird auch seine Familie eine große Rolle spielen. Da hätten wir Davids Vater, Davids Mutter und sein kleiner nerviger Bruder Morris. Und das geheime Mädchen Valerie. Sie wird dafür zuständig sein, David zu helfen, Adrange aufzuhalten und versuchen, die Welt damit zu retten. Und ob es ihnen gelingt, das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr einschaltet. In Schattenjagd.